Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Mein Name ist Interfox. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gucken wir uns ein Video vom guten Sumsi an. Der gute Sumsi hat 4190 Abonnenten, 326 Videos. Und er hat mir erlaubt, dass ich auf dieses Video reagieren darf. Und zwar, ich habe MrBeasts geheimen Minecraft-Server gefunden. Für alle, die nicht wissen, was das ist. MrBeast hatte mal einen Minecraft-Server und ja, mittlerweile ist das Ding ein Trümmerhaufen. Da ist halt kein richtiger Boden mehr und ja, das sind Hacker und du weißt halt nicht, was dich erwartet auf diesem Server. Und den kontrolliert auch keiner. Der ist einfach, das ist der verlassene Server von MrBeast. Gucken wir mal in das Video rein. 5 Minuten 43, ich würde sagen. Wir gehen auf 0 und springen los. 20. Juli 2020 startete MrBeast einen eigenen Minecraft-Server. Und ich werde heute im Jahr 2023 auf diesen Server gehen und gucken, ob er überhaupt noch existiert. Die IP dieses Servers ist simpcraft.com. Ich weiß, komischer Name, oder? Dieser Server ist ein Anarchie-Server, was bedeutet, dass es keine Regeln gibt. Alle Regeln sind, es gibt keine. Man darf hacken, X-Rayen und andere Sachen machen. Die einzigen Sachen, die nicht erlaubt sind, sind so Chat-Sachen oder Hacking von Accounts. Aber lasst uns nicht lange labern, sondern mal in Minecraft gehen. Nice, schicke Einleitung. Wir fangen mal direkt an und ihr seht es ja, was da für eine Katastrophe herrscht. Ich finde solche Server schwierig an sich, muss man einfach sagen. Es ist halt, überleg mal, das ist ein Server, den hat MrBeast gegründet, ohne Regeln, ein Anarchie-Server, also im Grunde, eine Anarchie ist ja das Recht des Stärkeren. Und ja, auf dem Server, da kann halt alles passieren. Du kannst halt auch gehackt werden, da hält sich halt niemand an die Regeln, keine Accounts hacken und sowas. Das ist halt idealer Platz für Hacker. Und da geschehen auch ganz andere Dinge und die Welt ist halt komplett zerstört. Das werdet ihr aber jetzt noch sehen, denke ich. Aber ich glaube irgendwie, dass es eine Portal-Trap ist. Also, na, ich bin mir nicht sicher. Es sind direkt mehrere Portale. Nee, oder? Das ist ein Highway. Das ist ein Highway. Und ihr seht, Spawn ist hier sehr. Ja, ihr habt den Weg ja gerade gesehen. Es gibt Strukturen, die sind halt nicht zu zerstören. Das gilt vor allen Dingen für Obsidian und sowas. Das ist in der Regel heile und kann nicht zerstört werden. Und da werden teils dann Highways gebaut, die so eine kleine Orientierung geben. Es haben auch schon Gruppen von YouTubern, glaube ich, müssten YouTuber gewesen sein, und von anderen Spielern haben auch schon versucht, den Server so gesehen zu übernehmen und ja, für sich zu nutzen. Sind aber gescheitert im Endeffekt. Viele dieser Strukturen kann man aber teils noch erkennen und es gibt auch noch einige versteckte Basen. Das werden wir jetzt auch noch sehen. Ich habe da so ein bisschen Background-Wissen und für alle, die jetzt fragen, ja, ich war auch schon mal dort. Sehr, sehr zerkrieft und alles. Ja. Aber was ich mich am meisten frage, ist, warum sind die so viele? Und wieso ist der Server deutsch? Also, ich glaube, es liegt halt auch daran, dass auch viele deutsche YouTuber Videos gemacht haben. Und kann unter anderem daran Aber liegen, ja. ansonsten, ich hoffe, es ist keine Trap. Wenn, dann ist es scheiße gelaufen für mich. Und es ist keine Trap. Wir sind jetzt im Nether. Das, so sieht der Nether aus. Ja, Der es sieht ist ein einfach auch bisschen komplett, Nether ist eine Highway, Katastrophe. der mich Kaputte verzweifelt Nether-Portale und ist. Hier alles. sind ein paar einzelne Obsidian-Blöcke, aber hier ist kein Nether Highway. Falls ihr nicht wisst, was ein Nether Highway ist, auf solchen Art Servern hat man viele Nether-Portale, aber halt auch eben viel Obsi. Das sind sogenannte Nether Highways, wo man dann einfach langlaufen kann. Teilweise Millionen von Blöcken gehen, also es ist echt krass, Leute. Und ja, das ist der Server. Wir haben sehr viele aktive Leute. Und ich werde mal gucken, dass ich mir Holz kriege. Ich glaube, das wird eine lange Laufzeit, um ehrlich zu sein. Denn meine Erfahrung von solchen Servern, die ersten paar tausend Blöcke gibt es gar nichts. Also würde ich sagen, wenn ich euch jetzt eine kleine Timelapse an. Wie ich jetzt mal laufe und versuche, einen Baum zu kriegen. Und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ja, Leute, er springt gerade jetzt hier da durch. Und ihr seht jetzt einmal im Kurz, im Schnellverlauf ganz schön krass, was mit dieser Welt ist, ne? Also, ne? Diese Welt ist halt größtenteils richtig im Arsch. Aber es gibt auch viele unberührte Biome noch. Das muss man auch sagen.
Das gibt diesen Reiz zu diesem Server, würde ich sagen. So, Leute, ich bin jetzt wieder da und ich bin sehr weit gelaufen, wie ihr sehen könnt. Aber ich habe noch keinen Baum gefunden. Ich habe fast keine Hundeleiste mehr. Also wird das auch sehr langsam fortsetzen. Kriegt man Vergifte? Oh, Scheiße. Bruder, das war einfach, das war so absolut dumm. Er ist nicht deutsch. Ist ein Irrtum. Er ist nicht deutsch. Es gibt Bereiche. Also man wird anhand seines Pings ja zum Beispiel hingemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit anderen deutschen Spielern auf den Server direkt kommst, die in deiner Nähe sind, die Wahrscheinlichkeit ist höher, weil ihr vom Ping halt in derselben Richtung seid. Das heißt, eure Daten laufen wahrscheinlich über dieselbe Serverdatei. Es gibt aber auch natürlich amerikanische Spieler und der Server ist nicht überwiegend deutsch. Nur ein kleiner Teil ist wirklich deutsch. Das ist aber halt der in der Regel, der halt am... Das sind eigentlich die, die am meisten Zerstörung machen. Bei unserer Vorgeschichte sollten wir uns echt Gedanken machen, ob wir uns so ein Bild in Minecraft erlauben dürfen. Da Mr. Beast Community eigentlich eher Englisch ist, da er ja Englisch spricht, aber es scheint sehr beliebt zu sein. Seine Community. Das heißt hier Englisch. Mr. Beast hat meines Wissens nach über 100 Millionen Abonnenten. Das heißt, seine Community besteht aus Welt. Also, ich wäre da vorsichtig mit. Aber was das angeht, Riesenserver, 53 Leute, wovon ich... So, und jetzt gucken wir mal hier. Wir haben hier diese Pings und keiner dieser Pings überschreitet meines Wissens nach 300. Seht ihr? Das meine ich. Das heißt, alle haben ähnliche Pings hier. Das ist, kann man halt sehen, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Ich kann es jetzt halt schlecht zeigen. Aber ihr seht es ja. Doch einen haben wir mit 395. Ja, aber den haben sie wahrscheinlich dann noch reingepackt. Einer mit 426, aber die überwiegendsten sind sogar unter 100. Oh, und ja. Ach, der gute Sumsi. Ich habe ihn gefunden, der Sumsi YouTube, der hat einen Ping von 980. Nice, läuft bei dir. Bruder, wie viel Verzögerung hast du einfach drin? Was man dazu sagen muss, ist halt, für alle anderen gilt das jetzt hauptsächlich, die haben alle einen ähnlichen Ping. Und werden deswegen genau auch in dieselbe Richtung einkategorisiert. Das sind aber ja noch lange nicht alle Leute, die auf diesem Server sind. Auf diesem verlassenen Server sind mehrere tausend Leute verschiedenster Länder. Aber die kann er halt nicht alle einsehen. Irgendwie sehr viele Leute Bots sind, seht ihr ja. Aber ich bin überrascht, viele Leute haben auch den. Auf jeden Fall, es ist hier nichts los, es ist tote Hose quasi. Sind alle bei sich hinten in der Base, wo die sich wahrscheinlich hingehackt haben, da das ein Anarchie-Server ist, wie vorhin erklärt. Und es ist einfach nichts los. Würde ich euch empfehlen, hier zu spielen? Ich glaube nicht, wenn ihr jetzt nicht unbedingt komplett alles weghacken wollt. Wenn ihr Hacks habt oder Hacklines oder das benutzen wollt, was ich euch nicht empfehle. Ich empfehle euch Hacklines nicht, weil viele Hacklines euch einfach hacken, ne? Also, das ja, ist das Ding. Sagte er und tötet ein Hühnchen nebenbei. Er hat aber recht. Oder sowas in der Art, ich rate euch auch von Hacks ab, grundsätzlich. Und zwar ist das mit Hacks immer so ein Problem. Auf der einen Seite können sie euch wirklich geile Sachen bringen, X-Ray oder sowas, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele nicht seriöse Hacks, die man nutzen kann, die halt dann einfach ganz krass deine Daten klauen. Von Adressen über Galeriebilder bis hin zu Kontoinformationen oder Accountdaten wird ja einfach alles genommen. Also ich, diesen Server, der ist halt echt... Ja, nicht zu schwache Nerven einfach. Da würde ich persönlich sagen, geht da nicht drauf, wenn ihr irgendwie jetzt nicht Bock darauf habt, euch halt mit sowas anzusehen. Nicht alle, die dort hacken, sind automatisch böse, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da. Spielt auf jeden Fall vielleicht auf diesem
Server. Da gibt es auch noch andere Alternativen halt, aber das ist halt immer noch von Mr. Beast, ne? Aber das ist halt wirklich ein Server. Es gibt zwar ein Team, und ich glaube mit Mr. Beast, das gehört nicht mehr direkt Mr. Beast seit ein paar Monaten. Aber könnt es euch auf jeden Fall mal anschauen, so wie ich, und eure eigene Meinung bilden, denn ich finde wirklich, es ist ein, ja, recht cooler Server. Und jetzt gleich seht ihr auch ein paar coole Clips vom Spawn. Und wir haben uns hier im Nether versammelt, dass ich euch mal... So, bevor er jetzt hier gleich irgendwas zeigt, stell ich mal kurz die Frage, wie bist du auf die Idee für dieses Video gekommen, Sumsi, und wie lange spielst du schon Minecraft? Das wären meine Fragen, die ich an dich per se hätte, würde mich über eine Antwort freuen. Halt, tschüss sage. Und zwar sehe ich euch damit. Haut rein, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es mal wieder heißt Minecraft. Und ciao! Das sind so Strukturen, die man jetzt sehen kann. Ja, die Musik gefällt mir, das ist gut. Das sind zum Beispiel so Strukturen, die früher gebaut wurden. Ganze Festungen wurden dort gebaut und dann irgendwann kaputt gemacht. So. Das war nun das Video dazu. Ich gebe diesem Video 4 von 5 Sternen, weil tatsächlich muss ich zu einen Stern ziehe ich tatsächlich ab, weil ich per se mit einigen seiner Aussagen nicht ganz so einverstanden bin. Das hätte man ein bisschen besser recherchieren können auch. Aber ansonsten war das Video eigentlich sehr unterhaltsam und deswegen 4 von 5 Sternen sollte wohl ganz in Ordnung sein. Vielen Dank, dass ich das Video benutzen durfte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da und wir sehen uns dann bei der nächsten Reaction wieder, denke ich. Und bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und tschüss.